Haben Sie dafür Beweise? Die Leute, für die Ihr Vater und ich gearbeitet haben. Die Regierung? Moment. Hier ist doch irgendwas oberfaul. Heißt das, die Regierung verübt Anschläge? Sie sind doch die Regierung. Wenn Sie ähnlich denken wie Ihr Vater, sollten Sie es wissen. Das amerikanische Volk hat ein Recht auf die Wahrheit. Wahrheit, Gerechtigkeit und unsere Lebensart. Jemand muss aufdecken, was diesen Traum gefährden könnte. Jemand muss die Geschichten schreiben, die nicht lesen wollen. Ja, ich bin der King. Numero uno, baby. Was gefunden? Ja, ich bin in einem Upload-Verzeichnis einer Denkfabrik der Regierung gelandet. Hier sind eure Szenarios, ihr Süßen. Das sieht nach Antiterror-Szenarien aus. Kriegsspiele für das Pentagon entwickelt. Was ist Szenario 12D? Luftfahrtterrorismus? Das ergibt nicht viel Sinn. Dein Vater musste für ein Kriegsspiel dran glauben? Lade es runter. Oh oh, nichts ist mit einfach runterladen. Wieso nicht? Dumm gelaufen. Wir haben uns erwischt. Sir, wir haben einen Eindringling. Ich versuche, ihn ausfindig zu machen. Die lassen ein Rückverfolgungsprogramm laufen. Irgendwer weiß, dass wir drin sind. Nichts wie weg, Leute. Los, weiter runterladen. Was ist Szenario 12D? Wir wissen, das ist ein Kriegsspielszenario. Hat irgendwas mit Flugzeugterrorismus zu tun? Ist das wichtig genug, um dafür zu töten? Es sind neue Regeln dazu gekommen. Falls eine Terroristengruppe dieses Szenario durchführen wollte, wieso bist du dann das Ziel eines Anschlags? Es kommt darauf an, wer die Terroristen sind. Die Männer, die sich solche Spiele ausdenken. Soll das heißen, die Regierung plant einen Terrorakt gegen eine inländische Fluggesellschaft? Üblich, musst du gleich die gesamte Regierung anklagen. Es ist eine Splittergruppe, eine kleine Splittergruppe. Aber was hat die für ein Ziel? Der Kalte Krieg ist zu Ende, John. Doch ohne einen klaren Feind gibt es keine Aufträge für die Rüstungsindustrie. Aber wenn man eine vollbeladene 727 über einer Großstadt runterknallen lässt, findet man ein Dutzend Möchtegern-Diktatoren auf der ganzen Welt verteilt, die zu gern die Verantwortung dafür übernehmen und darauf brennen, angegriffen zu werden. Ich fasse es nicht. Es geht nur um Waffenverkäufe? Mhm. Wann? Heute Nacht. Erkennst du irgendeinen von den Leuten? Nein, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht da sind. Na schön. Gehen wir an Bord und suchen in der Kabine nach Kohlenwasserstoffen. Vielleicht finden wir die Bombe ja. Das ist ein Plan? Ich finde immer noch, wir sollten ein Bombenkommando rufen. Das FBI soll sich darum kümmern. Du hast selbst gesagt, wir kennen nicht die volle Größe dieser Verschwörung. Wir können niemandem trauen. Also komm und lass uns jetzt einsteigen. Also hier ist alles sauber, wenn man dem Ding trauen kann. Kriegt man sowas im Heimwerkerhandel? Bist du sicher, dass das der anvisierte Flug ist? Dieser Flug wurde vor allem wegen seiner perfekten Route ausgewählt. Denn unterwegs werden mehrere Großstädte überflogen. Und die wollen ihn direkt über dem Stadtzentrum abstürzen lassen? Ja. Und wenn es gar keine Bombe gibt? Wie soll der Vogel dann abstürzen? Auf die gleiche Weise, wie ein toter Auto fahren kann. Wie meinst du das, keine Bombe? Langley, du musst dich in das Bordnavigationssystem des Flugzeugs hacken. Wir müssen wissen, wo es hinfliegt. Okay, ich gehe an den Kopfhörer. Was? Verdammt, was ist denn das? Ist es das, wonach es aussieht? Ich denke, es ist das, wonach es aussieht. Was sieht wonach aus, Leute? Modemprotokoll. Fernsteuerungszugang. Eure Maschine wird vom Boden aus gesteuert. Wir laden, Sir. Bleiben Sie auf Kurs. Wir brauchen den genauen Flugplan. Ich übertrage die Daten jetzt auf die Landkarte. Byers, your flight's gonna make an unscheduled stop in exactly 22 minutes.
corner of Liberty and Washington. Lower Manhattan. World Trade Center. We're going to crash the plane into the World Trade Center. I'll tell the flight crew. Langley, can you override the flight control system? I'm working on it. Was soll denn das? Mein Name ist Bert Byers. Ich arbeite für die Regierung. Sie haben nicht mehr die Kontrolle über diese Maschine. Sir, im Cockpit sind Passagiere nicht erlaubt. Sie müssen zu Ihrem Sitz zurückkehren. Mir ist nicht klar, ob Sie nochmal die Kontrolle über dieses Flugzeug zurückerlangen können. Stellen Sie den Autopiloten ab, dann könnten wir vielleicht die Fernsteuerung ausschalten. Sir, ich nehme gern Kontakt mit Ihren Vorgesetzten auf. Sir, verdammt! Er hat recht. Okay, ich versuche, den Strom abzuschalten. Daran haben die gedacht. Perfekt geplant. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Wir haben einige technische Schwierigkeiten. Wir möchten gern, dass Sie zu Ihren Sitzen zurückkehren. Und sich von dieser Welt verabschieden. New York Center, this is Atlantic National Flight 265 Heavy. We are declaring an emergency. We have 110 souls on board, 16,000 pounds of fuel, and no dangerous goods or cargo to report. Bingo, Falltreffer. Wir können wieder manuell steuern. Wenn wir nicht zum FBI gehen können, gehen wir an die Öffentlichkeit. Mit deiner Aussage können wir diese Verschwörung platzen lassen und Overlord stürzen. Die ganze Operation wird... Dad. Was ist los? Du bist überaus tapfer, John. Du wirst also nicht aussagen. Du lässt zu, dass sie es vertuschen. Sie hätten mich zweimal fast umgebracht. Ein drittes Mal versagen die nicht. Mein Schweigen erhält mich am Leben. Und dich. Ich weiß, du und deine Freunde, ihr kämpft für den amerikanischen Traum. Ihr dürft nur nicht erwarten, dass ihr gewinnt.